willst du mir da? Vergiss diese Eier! Abstergo ist hier! Sie müssen dahinter gekommen! Oh, Scheiße! Fuck! Die? Scheiße! Hier sind sie auch! Okay, Layla, hör zu. Ich kenne dich. Und ich weiß, dass du einen Ausweg findest. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Origins. Beim letzten Mal haben wir das Krokodil getötet und jetzt sind wir wieder in der Haut von... Also wir sind ich hab diese Klinge noch. Gut. Wir sind ja eigentlich immer in der Haut von Layla. Aber die jetzt... Die haben definitiv vor, mich zu töten. Du hast die letzten, wer weiß wie vielen Stunden im Verstand eines ausgebildeten Assassinen verbracht, vergessen? Also rock das Haus, Killer Queen! Na klar, okay, so... Okay, American Woman. Die benutzen Bögen statt Schusswaffen. Wieso? Sie halten dich wohl nicht für besonders gefährlich. Sie sind gleich bei mir. Ich schalte ab. Alles klar. Wie läuft es? Ich kümmere mich um die. Schlecht. Wieso schlecht? Und was reden die denn? Ist das Französisch? Hallo, was haben die denn für Klamotten an, ey? Naja, gut, soll mir mal egal sein. Ich töte sie einfach. Gut, dass dieser Sicker-Effekt so gut funktioniert, ne? Und nicht irgendwie man tatsächlich seine Muskeln auch irgendwie trainieren muss oder so. Das wäre ja irgendwie ein bisschen unschön, ne? So, einer ist noch irgendwo da draußen. Wieso habe ich die eigentlich markiert? Seit wann habe ich ein Adlerauge? Never mind. Dann mache ich mal hier hoch. Ja, wir haben das letzte Mal das Krokodil getötet, aber jetzt haben wir gerade wichtigere Dinge zu tun als das Krokodil. Kann ich auch ein Luftattentat machen? Nice. Ich muss es tun. Sie oder ich. So, bleibt noch der da. Da meldet sich keiner mehr, mein Freund. Perfekt. Das hat ja gut geklappt. Nein, nicht! Bitte! Nicht! Die? Nicht die. Nein, nein, nein. Ah! Fickt euch, Abstergo! Ich zieh das jetzt durch! Ja, wäre auch meine Idee. Wenn die mich gerade an... Wenn ihr das hier hört, seid ihr von Abstergo und ich bin tot. Tut mir einen Gefallen. Sorgt dafür, dass Sophia Ricken das hört. Ich wollte immer am Animus-Projekt arbeiten. Ich wartete 12 Jahre. Das Warten brachte nichts. Also baute ich einen Animus, der mir Zugang zu allen Erinnerungen gibt. Nicht nur den meiner Vorfahren. Ich habe sogar die Geburtsstunde der Assassinen miterlebt. Artefakte, Gräber, die eigentlich nur als Legenden galten. Ich habe sie gefunden. Weil ihr mich getötet habt, verliert ihr dieses Wissen. Ich verstehe, warum ihr mich töten wolltet. Aber musstet ihr meine beste Freundin töten? Warum hat sie... Oh, Habibti. Ich hätte auf dich hören sollen. Ja, ganz ehrlich. Also wenn mich gerade Abstergo angegriffen hätte und die, also meine Freundin von denen, scheinbar auch getötet wurden, dann ist meine erste Idee, oh ja, gehen wir mal wieder zurück in Animus. Ne? Das ist... Es ist einfach so, wir wollen hier so ein bisschen in den Nebensachen scheinbar auch so ein bisschen Spannung reinbringen, aber es wirkt halt irgendwie alles so komisch. Das hat halt bei Desmond dann doch ein bisschen mehr Sinn ergeben, meiner Meinung nach. Ein Balken. Achso, das ist das mal wieder. Balken. Zurück in den Animus. Was kann ich sonst tun? Ja, keine Ahnung, vielleicht kümmerst du dich um irgendwas Wichtigeres. Naja gut, schauen wir mal. Was steht denn bei Bayeks Notizen? Oh, zwei weitere. Déjà-vu. Kleopatra, elegant und perfekt und hat alles unter Kontrolle. Ich mag sie nicht. Ich verstehe, warum die Leute so von ihr eingenommen waren. Sie hat genug Präsenz, um ein wild gewordenes Nilpferd zu stoppen. Aber ich mag sie einfach nicht. Vielleicht, weil sie mich an Sophia erinnert. Ich war so naiv und leichtgläubig und sie hat... Ja, egal. Lassen wir das Reflektieren von Problemen aus dem echten Leben. Was sind das für Bösewichte, die sich selbst der Orden nennen? Geht es nicht noch offensichtlicher? Uah. Trotzdem, ich frage mich, ob es die vielleicht heute noch gibt. Notiz für mich selbst, Nachforschungen anstellen. Aya und Bayek. Ja, ich glaube, wieder mit Aya zusammenzukommen wird nicht so einfach, wie Bayek sich das vorstellt. Sie lieben einander, das ist offensichtlich, aber da geht noch sehr viel mehr vor.
Das Federritual. Ich erinnere mich davon gelesen zu haben. Das Herz wird gewogen. Anubis, die Duat bei die Duat. Bajek sammelt Sennus Federn, um seine eigenen Sünden aufzuwiegen. Notiz für Nachforschungen, Altair bedeutet Adler. Ich frage mich, ob es da einen Zusammenhang gibt, oder bilde ich mir das nur ein? Also gut, und dann wären da noch die vier Ziele. Ich mag Kleopatra zwar nicht, aber diese Bastarde haben verdient, was mit ihnen passiert. Was sie tun, ich meine, was sie getan haben, war einfach schrecklich. Irgendwie freue ich mich schon darauf, mitzuerleben, was aus ihnen wird. Auf eine makabre, historisch nachforschende Art und Weise natürlich. Nur, dass ich es erleben werde. Ja, definitiv makaber. Zum Glück sind das nur meine persönlichen Notizen und gehören nicht zur offiziellen Dokumentation von Abstergo. Die Firmenpsychologen hätten einen großen Freudentag, wenn ich diese Notizen mit abgeben würde. Nein, vielen Dank. Ich möchte nicht in einem Einzelgespräch mit Otzo Berg enden. Okay, und was hat sie noch? Das war offensichtlich, nachdem wir Kleopatra getroffen haben, ist schon ewig her. Und bevor wir unsere vier Ziele angegangen sind. Na gut, von mir aus. Ich muss weiter. Wir wollten doch nur alles probieren und den Leuten helfen, an etwas Nützlichem arbeiten. Und dann die. Ich kann nicht. Ich kann jetzt nicht aufhören. Ich muss weiter. Ich muss etwas tun, sonst war alles umsonst. Ich muss das schnell zu Ende bringen. Wenn Abstergo mich kriegt, heißt es, erstens, sie sperren mich ein, weil ich zu viel weiß. Zweitens, sie löschen meine Erinnerung und lassen mich gehen. Oder drittens, sie töten mich. Momentan tendiere ich zu erstens oder drittens. Was ich bisher herausgefunden habe, reicht, um mein eigenes verdammtes Labor zu eröffnen. Keine Chance, dass sie mich gehen lassen. Ich muss weitermachen, mich auf das konzentrieren, was ich bisher weiß. Bajek hat immer noch nicht herausgefunden, wer wirklich seinen Sohn ermordet hat. Aber er löscht den Orden aus. Gut für ihn. Sie haben es verdient. Auf dem Weg haben Bajek und Aya eine Menge Menschen gerettet. Ein paar von ihnen wollen sogar beim Kampf gegen den Orden helfen. Das ist clever. Es heißt, dass sie zusammengearbeitet haben, nicht einzeln. Es kommt mir vor, als hätte viel von dem, was ich sehe, mit der Bruderschaft zu tun, aber die Magi waren öffentliche Personen. Ich weiß noch nicht, wie das alles zusammenpasst. Ich schätze, damals hat man nur ein gemeinsames Ziel gebraucht und einen Adler, der die Botschaft verbreitet, und schon hatte man eine Revolution begonnen. Ich wünschte, ich hätte einen. Aber nein, ich bin allein, nicht wahr? Die, wie all die anderen in meinen vermissten Akten, die ist tot. Ich werde weiter forschen. Für die. Ich werde alles herausfinden. Weiß sie denn jetzt schon, dass das in Wirklichkeit die Assassinen einmal werden? Weil, soweit ich mich erinnere, ganz am Anfang, als wir angefangen haben, wollte sie ja eigentlich nur beweisen, dass sie gut ist. Sie hatte ja noch keine Ahnung, dass Abstergo in Wirklichkeit irgendwelche Templer sind und so weiter und so fort, was sie ja jetzt scheinbar zu wissen glaubt oder so. Also zumindest hat sie ihnen ja gegen gesagt, dass sie die Geburt der Bruderschaft gesehen hätte. Allerdings frage ich mich ganz ehrlich, erstens haben wir das noch nicht wirklich, da war noch keine wirkliche Bruderschaft, und zweitens bedeutet das ja, dass sie weiß, dass Abstergo entweder was mit den Templern oder den Assassinen zu tun hat, und das Ganze folgt noch weiter. Bisher wurden ja in Bajeks und Ayas Erinnerung weder Assassinen noch Templer in irgendeiner Form erwähnt. Es gibt da diesen Orden, von dem wir natürlich wissen, dass er irgendwann mal zu, dass die irgendwann mal zu Templern werden sollen, oder dass das quasi die Vorboten der Templer sind, aber das, soweit ich das mitgekriegt hatte, wusste das Layla nicht. Vielleicht ist gemeint, dass sie irgendwie zwischendurch mal nachgeforscht hat oder so. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Und was haben wir hier noch? Empirische Fakten? Kesesh M. Sesh M. Ine. Okay. Ach, das ist das, was wir gehört haben in der einen Pyramide. Du fragst dich, ach, das ist das Gleiche nochmal, ne? Fragst dich sicher, warum ich... Ich wollte nochmal lesen, ob da noch irgendwas Interessantes drin stand. Die Wände erzählen eine tragische Geschichte, eine Geschichte... Da sieht man mal, ne, das war so ewig lang. Der Text ist eigentlich gar nicht so extrem lang, wenn man mal überlegt. Die haben nur ewig langsam geredet. Eine Geschichte, unsere Bauwerke, Artefakte. Ja, ich glaube, da kann man noch mehr Informationen irgendwann erfahren davon. Wir konnten keine Zeile verändern. Ja, da gibt es noch ein paar Sachen. Eine Tür, die gleichzeitig ein Rätsel ist. Ich muss die Lösung finden. Dies waren Brutus' Worte, als er das Gewölbe unter dem Kolosseum besuchte vor mehr als 2000 Jahren. Ja. Das war diese Geschichte. Da kommen noch ein paar Sachen irgendwann dazu. Haben wir irgendwas noch zu ihr jetzt? Ja, sie ist offline, ganz offensichtlich. Ansonsten haben wir jetzt tatsächlich nichts weiter. Ein bisschen schade. Ich dachte, früher hat man ja immer noch so ein paar E-Mails auch gekriegt. Aber das scheint jetzt auch nicht mehr der Fall zu sein, hä? Nee. Die haben wir, glaube ich, gelesen. Ja, na gut. So viel dazu. Ich weiß gar nicht, ob wir alle Sachen zusammengesammelt haben von unserem Animus-Teil, aber so ehrlich gesagt ist das jetzt auch nicht ganz so wichtig. Na gut, dann würde ich mal sagen, hüpfen wir mal wieder rein. Ja, ich meine, wir haben ja sonst nichts anderes zu tun, ne? Wir könnten ja eine Verteidigung aufbauen oder so, aber hey, das wäre ja zu einfach.